Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, bei einer weiteren Folge Minecraft. Ich bin hier gerade so richtig in Erzähllaune. Wir haben die Folge 254 heute. Und ich werde jetzt einfach mal hier so ein bisschen vor mich hin arbeiten und dabei so alle wieder mal alle Alltäglichkeiten, die es so gibt, hier erzählen, die mir so einfallen. Erde. Aha. So, hier haben wir alles Mögliche. Noch Kohle haben wir sogar ganz viel mit. Das ist ja auch geil, wa? So, okay, dann machen wir weiter. Ach so, wie war es jetzt mit Glas? Wir könnten auf jeden Fall auch noch Glas gebrauchen. Denke ich mal auf lange Sicht. Da werden wir uns mal hier einfach jetzt noch ein bisschen Sand farmen und den Sand dann vielleicht sogar brennen. Man könnte den ja auch direkt im Nether brennen. Warte mal, wir werden mal damit mal sehen, bis wir hier ein Stack zusammen haben. Das mal tauschen. Und ja, dass wir da noch ein paar mehr Glasscheiben haben für unser Projekt. Steine haben wir jetzt ein paar abgebaut. Eigentlich könnte man hier die Töne von Minecraft noch ein bisschen lauter machen, weil die hört man kaum. So. Ja, schön, schön. Steine brauchen wir. Nehmen wir mit. Cobblestone. Nehmen wir mit. Gut. So. Wo waren wir denn stehen geblieben? Achso, ich hatte ja jetzt die letzte Folge die ganze Zeit über Marketing und so weiter. Ja, eines Tages, wenn ich mal ganz berühmt bin und wenn ich, naja, nicht berühmt, aber wenn ich mal so viele Zuschauer habe, viele Leute hier, dann werde ich bestimmt mal monetarisieren. Bis jetzt noch nicht, lohnt sich nicht. Man könnte natürlich sagen, Kleinvieh macht auch Mist, aber nee. So, sehr schön, wir nehmen ja hier schön Sand mit, das ist sehr geil. Sand können wir gebrauchen. So, das reicht mir jetzt erstmal an Sand. Steine, wie viel Steine haben wir denn jetzt dabei? Ja, zwei Stack Steine könnte man noch abbauen, wa? Aber wie macht man das, ohne die Landschaft hier zu ruinieren? Hm. Man könnte jetzt hier zum Beispiel einfach reindremmeln. Geht das? Weil er müsste doch jetzt hier eigentlich... Ah ja, guck mal. Könnten wir uns jetzt hier so eine Steinabbauhöhle reinbauen? Siehst du, jetzt ist er am Berg. Könnte man natürlich auch eine Kerze... Vielleicht finden wir sogar noch ein bisschen Eisen dabei. So. Siehst du, und jetzt... Damit verschandeln wir dann die Landschaft nicht so, wenn wir das hier machen. So, was wollte ich noch erzählen? Könnte ich noch irgendwas Schönes erzählen? Was Schönes? Was gibt's Schönes? Ja, was Schönes? Ich könnte jetzt einen Kaffee trinken. Einen schönen Kaffee. So. Ja. Gleich ist die Spitzhacke alle. So. Ja. Und wir bauen hier schön fleißig ab. Das macht natürlich Spaß, obwohl ich doch nicht mal eine Diamantspitzhacke habe, ist ja cool. Bauen wir uns hier einen schönen... Solange bis wir keine Steine mehr ins Inventar kriegen, oder was? Ist jetzt schon soweit, wa? Jetzt kriegen wir sie schon nicht mehr rein, ne? Doch, kriegen wir noch. Wir haben ja hier noch das und das und das. Das könnte, die Erde könnte man wegschmeißen, die braucht man nicht mehr. Naja, mal nächstes Mal gucken. So, wir machen mal weiter. Das ist ja nicht viel, wa? Mit diesen Steinen, die wir jetzt hier abgebaut haben, können wir vielleicht, kommen wir nicht weit. Weil durch mein Röhrensystem da braucht man schon ganz schön viele Steine. Ich glaube, da braucht man pro Schicht, hatte ich ja letztes Mal, 8 Steine oder so? 9 Steine. So, hier geht's weiter. Machen wir hier noch eine Fackel. So. So. Hier könnte natürlich auf lange Sicht auch sein, dass hier Monster spawnen. So, weiter. Ja gut, Diamanten werden wir hier nicht finden.
So, passt immer noch was ins Inventar. Dann lass uns doch mal hier noch eine Fackel machen. Und hier. Und dann können wir hier jetzt uns ein bisschen nach vorne arbeiten. Schluck Kaffee muss ich unbedingt trinken, ey. Ich vergesse das immer. So. Ja, es läuft, es läuft, es läuft, es flutscht. Es flutscht und er sammelt doch immer noch alle ein. Ist ja geil. Jetzt können wir hier eine Schicht runtergehen, da haben wir auch wieder ein paar. Ja. Das klappt doch ganz gut hier mit dem Nachschub erstmal. Ja. Unser kleiner Steinbruch hier. Oh, jetzt passt nichts mehr ins Inventar. Jetzt passt nichts mehr ins Inventar, was? Können wir denn jetzt... Guck mal, wir haben gar kein Holz bei, entgegen unseren Prinzipien. Mal die Erde rausnehmen hier. So, was erzählt man jetzt hier für eine schöne Geschichte? Haben wir nicht auch eine tolle Geschichte? Jo. Der Minecraft-Server. Mann, 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 ich überlege. Achso, da hat mir Keks letztens bei unserem Gespräch ein ganz tolles Spiel vorgestellt, was sehr, sehr viel Potenzial hat. Auch wieder so ein Minecraft, an Minecraft angelehnte Entwicklung, sagen wir es mal so. Ich finde es irgendwie immer ungerecht, wenn man jetzt so sagt, Minecraft-Imitat oder Minecraft-Klon. Ich weiß nicht, also irgendwann gab es auch mal das erste RPG-Game oder so. Also was wie Might and Magic oder so damals, Rollenspiel. Und ja, ich weiß nicht, ob man dann bei jedem neuen Rollenspiel, was rausgekommen ist, immer gesagt hat, Might and Magic-Klon oder Might and Magic-Imitat. Guck mal, jetzt sammelt er schon wieder nicht mehr ein hier. Muss man noch was wegschmeißen? So eine Spitzhacke haben wir ja noch. Ach, wir haben den Sand wieder eingesammelt. So. Weil den Sand, den will ich einfach nicht. Tut mir leid. Gucken wir mal, was wir hier noch mitkriegen. Und dann reicht es aber langsam erstmal. So, dann gehen wir mal... Oh, es ist draußen dunkel. Mist. Gut, Gott sei Dank ist es hier egal, ob hier Monster sind. Weil wir hier kein Dorf in der Nähe haben. So, jetzt wieder raus. Ach ja, und da hat die mir ein Spiel vorgestellt, das habe ich auch gleich gekauft und da bin ich gerade dabei, mich so ein bisschen mit zu befassen. Es ist aber, es hat durchaus Potenzial, es ist auch sehr geil, aber es ist noch nicht so weit entwickelt wie Windborn zum Beispiel, was ja auch noch lange nicht fertig ist. Und so diese ganz unfertigen Spiele zu spielen, macht man natürlich nicht so einen Spaß wie Minecraft, wo man im Prinzip schon alles Mögliche machen kann. Aber vorstellen will ich euch auf jeden Fall dieses Spiel. Aber ich guck mich noch ein bisschen, arbeite ich mich noch ein bisschen rein und dann mache ich mal ein paar Let's Plays dazu. Oh, guck mal, was habt ihr denn hier gemacht? Haben die Penner mir hier ein Stück aus der Scheibe rausgeschossen, oder was? Gibt's denn sowas? So. Gut, achso, ja, wir müssen natürlich jetzt mal hier schnell einen Ofen bauen. So. Wo können wir den hinstellen? Den können wir doch hier eigentlich reinstellen in die Ecke. Was soll der Geiz? Ja. Ja, und dann packen wir gleich unser Sand hier rein und machen uns mal Kohle. Quatsch. Machen uns hier, na? Ihr wisst, was ich meine. Glas. So, das Glas können wir hier schon mal stacken.
mal das hier reinpacken, die Fackeln aufstecken. Na. Ja. So, dann würde ich noch eine Lore craften. So. Und so. So. Dann können wir jetzt endlich diese Bahnstrecke hier bauen. Dazu müssen wir jetzt natürlich erstmal alles wieder umpacken. Aber ist egal, machen wir einfach mal. So. Und da will ich jetzt... Ah, warte mal, ich brauche noch einen Stopper. Vielleicht könnte ich das auch wieder mit einem Knopf machen. So, das war im Prinzip hier. Fangen wir an. Hier. So. Achso, dann braucht die Tür gar nicht sein, oder was? Hm. Naja, können wir eigentlich so machen, weil dann nehmen wir mal die Tür hier wieder weg. So, machen hier die beiden Dinger rein. Dann nehmen wir die beiden wieder weg. Dann craften wir uns einen schönen Knopf. Dazu brauchen wir nur einen. So. So war das doch, wa? Genau. So, dass wir diese Stücken dann schon mal mit der Bahn fahren können im Prinzip. Komm, lass uns ruhig mal hier einen überflüssigen. Wir haben ja ein paar davon. Oh, hat es eben mal kurz geleckt hier. Und alle. Jappa, papa, pa, jappa, papa, jappa, papa, pa, 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 jappa, papa, pa, jappa, papa, jappa, papa, pa, 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 jappa, papa, la, 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 la. So, weiter geht's, weiter geht's. So, jetzt sind wir aber gleich da hier. Jetzt hör aber auch. So. So, so, so. Ba, 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 ba. So, und hier kommen zwei Steine rein. Ne, einer aber. Oder? Machen wir da zwei rein? Ja, wir brauchen zwei für den Knopf. Ah, ich habe keinen Knopf mehr. Mist. Den können wir nochmal rausnehmen. Dann den rein und unsere... Na, wie waren das nochmal? Nein, wie kann ich... Ah, ja. So, jetzt fahren wir mal zurück. Holen uns noch einen Knopf. Ja, es geht ja ganz schnell. Wir springen hier raus. Zack. Was war das jetzt? Warum habe ich mich da eben verletzt? So, ein Knopf bitte noch. Man könnte jetzt bei der Gelegenheit auch mal pro forma ein bisschen Holz mitnehmen, ehrlich gesagt. Weil ihr wisst ja, die eiserne Regel, man soll ja immer ein bisschen Holz dabei haben. Achso, gut. Dann können wir die Schienen hier eigentlich erstmal hier lassen. Die brauchen wir jetzt da hinten nicht mehr. Dann packen wir uns mal das raus und das raus. Das sieht doch schon mal ganz schick aus. Und es geht zurück in die Loire. So, da springen wir rein. Okay, jetzt klack. Ja, es funktioniert, super. Na siehste. So, dann hier noch einen Knopf ran und... Ja! Juhu! Wie geil ist das denn?
Apropos Leute, die Folge neigt sich im Ende zu. Oder macht gleichzeitig die Tür zu. Habt ihr das gesehen? Ist das nicht super geil praktisch? Zwar, dass wir das schon mal so ein bisschen abgeschirmt haben. So. Sag mal, wenn der die Tür da zumacht, dann könnten wir doch hier auch eine Tür einbauen. Ne? Aber im Moment brauchen wir da gar keine Tür, fällt mir gerade ein. Er hat Probleme hier auszusteigen. Oder was? Ach so, wenn er hier aussteigt, stößt er sich einmal den Kopf kurz. Und dann hört man so ein, ich habe meinen Kopf gestoßen, Geräusch. Naja. Guck mal an, ey. Oh Mann, 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 Mann. Alter Schwede. Da drüben kommt dann so ein Lava-Ding. Naja, okay. Wir machen mal fleißig weiter hier. Hilft ja alles nichts. Plan ist Plan. The Plan ist der Plan. Nein, unordentlich will ich nicht. So, Plan. Der höhere Plan. Und wenn wir hier 20 Jahre bauen. Gut, man könnte jetzt natürlich offscreen noch ein bisschen bauen. Vielleicht mache ich das mal nach dieser Session hier. Dass ich mich ja mal hinsetze und ich hoffe, das nimmt mir keiner übel, weil ihr wollt ja hier nicht irgendwie 100 Folgen lang nur sehen, wie ich hier baue. Wo es natürlich auch Spaß macht, hier im Nether mal unterwegs zu sein, längere Zeit. Da habe ich mich ja damals noch lange drum gedrückt. Mal so ein bisschen Schiss gehabt vor Nether, mittlerweile hat sich das gelegt. Ja, wisst ihr, dann baue ich mal offline ein bisschen und dass wir vielleicht diesen Abstand dann schon mal hinbekommen, den wir da brauchen. So. Juhu. Oh, schon wieder alle. Bam. Bam, bam, bam. Bada, bada, bada. Bam, bam, bam. Ja, besonders weit kommt man ja auch nicht hier mit seinem paar Steinen, die man hat. So. Ja, wenn ihr vorstellt, im Endeffekt, wer weiß, die Bahnstrecke wird vielleicht gar nicht so oft benutzt. So. Bam, 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 badam, bam. Bam, bam, badam, bam. Bam, bam, bam. Yeah, baby. Badam, bam, bam. Badam bam. Ja, bam, badam bam. Babadabadam. Juhu! Babababababababab. Wollen wir noch ein paar XPs sammeln? Machen wir mal gleich. Bauen uns mal erstmal hier eine Brücke. Siehst du, ich hätte mal die Tür aufheben sollen. Hier wäre jetzt eigentlich wieder ein richtiger Punkt für eine Tür, um eine Tür einzubauen. Und hier diese Gegend, warte mal, da hinten waren wir, um die Gegend hier ein bisschen zu erforschen. Nee, so nicht. Wisst ihr, was ich gerade ganz komisch finde? Dass hier mein ganzes Inventar unten weg ist. Habe ich jetzt alles rausgenommen? Wahrscheinlich, wa? Gut, dann lass uns doch mal gucken hier. Oh, die Folge ist zu Ende. Bauen wir noch schnell ein bisschen hiervon ab. So. Oh, jetzt habe ich mich halt. Da habe ich jetzt aber Glück gehabt, dass ich da nicht reingefallen bin eben. So. Warte mal, ich glaube, wir müssen hier die Lautstärke noch ein bisschen lauter machen von den Abbaugeräuschen. Wenn wir hier schon so lauten. Hier. Blöcke. Ein bisschen lauter machen. So. Ja, so ist glaube ich ein bisschen besser, wa? So, jetzt aber nicht runterfallen, Alter. So.
Gut, Leute, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder auf Wiehö.